Moin meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Rücki. Wir sind noch immer im Keller und müssen einen Ausweg finden, während unser kleiner Bruder mit seinem Roboter spielt. Den Schlitten habt ihr eben schon gesehen, den könnten wir irgendwie benutzen. Allerdings müssen wir ihn dazu irgendwie darunter kriegen. Wir benutzen erstmal die Lampe. Noch ein Licht. Ich frage mich, ob... Dann wird er gleich wieder durchkommen, ne? Bleib, wo du bist, Lars. Das könnte haarig werden. Huch, wie eine Motte, die vom Licht angezogen wird. Okay. Können wir uns das irgendwie zunutze machen? Da ist noch eine Kerze, oder? Nee, das ist eine Taschenlampe. Die nehmen wir mit. Unsere alte Taschenlampe. Wir haben sie zum Campen mitgenommen. Vor langer Zeit. Mist. Keine Batterien. Vielleicht liegen hier noch irgendwo ein paar rum. Gut, wir brauchen also Batterien. Neuigkeiten. Das darf nicht wahr sein. Ein Monster? Was ist es? Was will das von uns? Schön, dass sie dafür Zeit hat. Bitte wache auf, Tove. Was, wenn es echt ist? Ich muss Lars beschützen. Und, Papa, bitte, es muss dir gut gehen. Ja, das hoffe ich auch, dass es dir gut geht. Ach, wir haben unseren Papierwolf hier noch, Moment. Nächster Abschnitt. Dort. Da haben wir unseren Papierwolf eingeklebt. Dann nehmen wir noch eine Schublade. Leer. Wäre wohl zu einfach gewesen. Stimmt wohl. Die hier? Die ist zu. Sie klemmt. Okay. Brauchen also was, um die aufzuhebeln. Ah, ich habe eine Batterie gefunden. Ach, meine Nase juckt. Ah. Okay, wir haben eine Batterie. Wir brauchen vermutlich zwei für die Taschenlampe, nehme ich an. Ja, ich brauche noch eine Batterie. Und die ist mit Sicherheit in der Schublade, die nicht aufgeht. Da brauchen wir jetzt was, um die aufzumachen. Können wir noch zurück nach oben? Ne, wir können nur gucken. Da gehe ich bestimmt nicht mehr rauf. Okay, was haben wir hier? Hey, das ist mein altes Schulzeugnis. Das kommt gleich ins Tagebuch. Klar. Schulzeugnis, können wir uns das angucken? Nee. Na gut, ich dachte, wir könnten uns das vielleicht ansehen. Da drin ist nichts Nützliches. Was ist das alles für ein Zeug? Kann ich nicht abziehen. Ich dachte, wir könnten das vielleicht runterziehen. Hm? Papas alte Bowlingkugel. Oh, Papa. Mhm. In dem Roboter müsste eine Batterie sein, ne? Dünn und scharf. Ein Meißel? Könnte nützlich sein. Ah, für die Schublade. Ich will ihm ja sein Spielzeug eigentlich auch nicht wegnehmen. Hat er gerade so viel Spaß. Achso, muss ja verwenden. Den Meißel auf die Schublade. Vielleicht kann ich mit dem Meißel... Na, also. Geht doch. Batterie? Geschafft! Ein kleiner Schraubenzieher. Oh, ich dachte Batterie. Dann nehmen wir die Batterie wahrscheinlich tatsächlich aus dem Roboter, ne? Kann ich einfach so anwenden? Das muss klappen, das muss klappen. Hey, Robo hat mich beschützt. Das stimmt und Robo wird uns jetzt helfen, hier rauszukommen. Eine Batterie und sie hat die richtige Größe. Na, Gott sei Dank. Dann können wir die jetzt auch einlegen. Yes! Perfekt. Jetzt haben wir eine Taschenlampe. Mit beiden Batterien sollte die Taschenlampe wieder funktionieren. Jetzt ist nur die Frage, wofür wir sie nutzen. Ach, der kann uns wahrscheinlich den Schlitten darunter holen, nicht wahr? Hilfst du uns, was immer du auch bist? Bitte? Bitte, bitte.
Monster. Ich hatte erwartet, dass er den Schlitten eigentlich so komplett crasht, weil er immer mit der Hand so komplett runter ist. Ich hatte gerade Angst, dass er den Schlitten direkt kaputt macht. Bitte sei so schnell, wie ich dich in Erinnerung habe. Verschwinden wir. Komm schon, Lars. Und wie wollen wir jetzt aus dem Keller raus? Ach, durch das Fenster sind wir durch, okay. Alter, das wäre ein riesiges Monster. Wir müssen gehen, Lars. Was ist mit Papa? Er wird später nachkommen. Ich glaube nicht. Ich werde auf dich aufpassen, ich verspreche es. Und ich passe auf den Jötun auf. Gut, lass ihn nicht fallen. Wir rasen den Berg runter. Herrn Jötun wird er das gefallen. Ja, wir fliegen förmlich. Dann halt dich gut fest, was immer du siehst, lass nicht los. Das sieht aus wie die Steinstatue, die wir gesehen haben am Anfang, wo ich meinte, das sieht aus wie Yoda. Jetzt sieht es eher aus wie ein Gremlin. Mal sehen, wie schnell wir fahren können. Halt dich fest, Herr Jötun. Ich glaube, fürs Erste sind wir sicher. Nicht zurückschauen, Torve. Können wir noch schneller fahren? Ja, dieses Ding darf uns bloß nicht einholen. Du und Herr Jötun haltet euch gut fest. Und da sausen wir von dann. Alles wird gut, kleiner Tomte. Komm jetzt. Torve, wann werden wir Papa wiedersehen? So bald wie möglich. Also lass uns Hilfe suchen, okay? Wir können durch den Wald in die Stadt gehen. Aber der Wald ist gruselig. Ach. Ist der gruseliger als dieses andere Ding? Vielleicht haben wir ja Glück und der Papa hat es irgendwie rausgeschafft oder so. Ich hoffe es zumindest. Und sie hätten die Schlitten mitnehmen sollen. Vielleicht wäre da nochmal sinnvoll gewesen. Wir müssen weiter. Torve, ich bin so müde. Können wir uns hinsetzen? Es ist nicht mehr weit, kleiner Tomte. Es kann nicht mehr weit sein. Neues Abzeichen, großer Hügel. Schließe Kapitel 1 ab. Okay. Es ist sicher nicht mehr weit. Okay, wir können nicht mehr sprinten. Das heißt, wir rennen wahrscheinlich so schnell, wie wir können. Soweit unser kleiner Bruder kann. Vielleicht finden wir einen freundlichen Elver, der uns den Weg zeigt. Wir haben uns nicht verirrt. Es gibt keine Waldgeister. Oder vielleicht doch? Ich bin mir nicht mehr sicher. Dann ist schon wieder Raben. Ah. Oh nein, das sieht aus wie eine Sackgasse. Ist das, was ich glaube, dass es ist? Oh, ist das ein riesiger Fußabdruck? Lars, bleib in meiner Nähe. Lars? Lars! Nein, Lars, komm zurück. Ah. Das sieht aus wie ein riesiger Fußabdruck. Die waren eben noch nicht da. Oh nein, Lars? Herr Jötun hat einen Elfer gefunden. Lauf nicht davon, Herr Jötun. Ich habe versprochen, dich nicht zu verlieren. Hä? Oh nein. Torve! Warum muss er denn immer davonlaufen? Lars! Nein, 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 nein! Lars!
Ich werde dich retten, halt durch. Da liegt was auf dem Stein. So, immer das war. Und das waren meine Katzen. Lars! Lars, wo bist du? Hm? Ein Fußabdruck? Das muss der richtige Weg sein. Das ist die Statue, oder? Du hast mir Angst eingejagt. Wo soll ich jetzt hingehen? Die Fußabdrücke gehen nach hinten weiter, ne? Lars, kannst du mich hören? Kann er nicht. Toll, wie die Statue in der Nähe unseres Hauses. Aber diese hier ist viel größer. Wir haben, glaube ich, gerade was in unser Tagebuch geschrieben, oder? Notizen. Lars ist weg. Ich dachte, er wäre hinter mir. Das war so nah. Ich glaube, es hat ihn geschnappt, was auch immer dieses schreckliche Ding sein mag. Ich muss ihn finden. Wir folgen den Fußspuren. Das ist der einzige Hinweis, den wir haben. Ach, wo bin ich? Schon wieder die Statue. Okay, konzentrier dich. Was habe ich übersehen? Das hier auch noch. Ah, verschwindet Krähen. Oh, vielleicht sind die Krähen ein Hinweis. Haut ab, Vögel. Auch nicht richtig. Oh, es muss einen anderen Weg geben. Okay, die Fußspuren führen nach hinten links. Das ist verkehrt. Es führt auch eine Fußspur nach hinten rechts dort. Da sind auch die Äste abgeknickt und die Bäume umgekippt. Das ist aber auch verkehrt. Hier vorne kann ich nicht durch. Aha. Dort hinten scheint etwas zu sein. Das sind doch die Krähen, die mir den Weg weisen. Murmeln. Lars, du kleines Genie. Er hat seine Murmeln mitgenommen. Halte durch, kleiner Tomte. Gott sei Dank hat er seine Murmeln mitgenommen. Eine weitere Lichtung. Wo soll ich jetzt denn hingehen? Murmeln? Aber wo ist der Rest? Ich brauche noch einen Hinweis. Die Raben immer noch, ne? Was ist das da? Nur ein paar Eierschalen. Oh, Pilze. Und hier? Ein paar kleine Steine. Murmeln. Lars muss große Taschen haben. Und hier geht's also weiter. Das ist cool gemacht. Das mag ich. Auch, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, wo ganz eindeutig was rumliegt, sondern überall liegt so ein bisschen was. Auch wenn jetzt die Murmeln sehr eindeutig sind, weil sie sehr rausstechen von den Farben her. Aber es ist cool gemacht. Die Spur endet wieder. Hier müssen doch irgendwo weitere Hinweise sein. Dann gucken wir doch mal. Hier haben wir ein Bäumchen, also ein Zweig. Sieht aus, als wäre etwas unter diesem Zweig. Ah, nur einfache Kieselsteine. Ich darf keine Hinweise übersehen. Ich sollte den Schnee durchwühlen. Hier scheint etwas unter dem Schnee. Hier scheint sich etwas unter dem Schnee zu verbergen. Murmeln. Hier sind die Murmeln. Lars muss in dieser Richtung sein. Was liegt hier sonst noch so rum? Ach. Verschwindet. Nur ein paar kleine Steine. Hier vorne sind nochmal Pilze. Nur ein paar Pilze. Huh. Oh, ein Schneehaufen. Meine Finger werden schon kalt. Lars mag Beeren, aber diese hat er nicht fallen gelassen. Nee. Gut, wir gehen zu den Murmeln. Tove, Hilfe! Lars! Lars, ich bin hier, ich werde dich finden.
Jeden weiteren Murmeln. Hier endet die Spur, aber ich weiß, dass er in der Nähe ist. Ich hoffe, du hast genug Murmeln dabei, Kleiner. Das sind wieder Beeren und Zweige. Käsesteine. Hier scheint sie einfach so ein Stier zu verbergen. Das sind wieder Beeren. Und ein paar Beeren, genau. Da ist ein Fußabdruck. Was ist das denn da? Das Murmeln? Pilze. Die Fußabdrücke sehen frisch aus. Vielleicht ist er hier entlang gegangen. Die gehen aber in entgegengesetzte Richtung. Eine hier, eine dort. Ist hier noch irgendwas? Hier scheint sie einfach so durch den Schnee zu verbergen. Steine. Sind ihm die Murmeln ausgegangen? Gehen wir mal hier entlang, wo die Spur lang führt, die frische Spur. Wie hier. Murmeln! Das muss jetzt aber der richtige Weg sein. Halt durch, kleiner Tomte, ich bin gleich bei dir. Dann gehen wir hier durch. Also, Torve? Lars, wo bist du? Lars? Was ist das? Lars? Torve! Lars! Nein, ich komme, Lars. Jetzt kommt aber bestimmt nicht rein, oder? Doch, kommt sie. Moment, ich... Was ist geschehen? Lars? Lars, wo bist du? War das ein Traum? Falls ja, wo ist dann Lars? Und falls nicht? Ich muss ihn finden. Er wird bestimmt solche Angst haben. Was? Wo sind sie hin? Ganz normales Pilzverhalten. Ich kam zu spät. Lars ist weg und ich weiß nicht wohin. Er war mir so nahe, aber dieses Monsterding hat ihn geschnappt und ihn durch dieses, was auch immer das ist, gezogen. Ich muss einen Weg finden, um zu ihm zu kommen. Es muss irgendetwas geben oder irgendjemanden in diesem Wald geben, der mir helfen kann. Ich wünschte, Papa wäre hier. Aber vielleicht ist er nicht einmal mehr am... Nein, ich muss dann glauben, dass er es nach draußen geschafft hat. Halte durch, Lars. Ich finde dich. Ja, dann... Ne? Wollen wir mal gucken. Wir könnten den Hülsen folgen, aber erstmal will ich mich mal umgucken. Lars! Ich kann mir das jetzt nicht ansehen, ich muss Lars finden. Ja, aber jedes Detail und so. Okay, ich darf mir die Statue jetzt nicht angucken. Es ist Rabe, Hirsch, Bär und Wolf. Eine alte Burg. War sie schon immer hier? Sie hat etwas Seltsames an sich. Drüben auf der anderen Seite des Sees kann ich eine riesige, alt aussehende Burg sehen. Ich erinnere mich allerdings nicht daran, sie schon mal bemerkt zu haben. Sie wirkt wichtig, aber unheimlich. Das Paddel können wir mitnehmen? Das Boot ist nicht zu gebrauchen, aber dieses Ruder könnte nützlich sein. Das zweite auch? Nee. Gut, dann gehen wir jetzt hier entlang. Sind die Pilze nicht hier durchmarschiert? Ich darf da offensichtlich nicht durch. Nun gut, da ist die Tür im Baum. Sicher jetzt erst. Was ist das? Eine Tür? Hallo, ist da jemand drin? Lars? Lars, bist du da drin? Ah. Oh, sie klemmt. Ich brauche etwas, mit dem ich sie aufstemmen kann. Vorne liegen Äste. Helfen die? Ach, das Paddel. Dieses hier. Sehr gut. Geschafft. Ich komme, Lars.
Ich glaube nicht, dass der da drin ist. Oh, das Paddel haben wir stehen lassen. Why? Ein Baum mit Augen? Hallo? Du siehst uns, Menschenkind? Ja. Ihr seid echt? Wir sind der Baum der sehenden Kind. Wer bist du? Warum bist du hier? Torve. Wir können sehen, dass du dich verlaufen hast. Nein, du hast verloren. Bitte, mein Bruder Lars. Er ging in etwas hinein, ein Licht und dann... Das Portal wurde geöffnet. Ein Portal? Ja, wie kann ich es erneut öffnen? Gar nicht. Warum nicht? Du bist ein Menschenkind. Nur die Jötner können das Portal beschwören. Jötner? Riesen? Die Wächter unseres Reiches. Wo sind sie? Haben sie meinen Bruder? Sie sind vor langer Zeit verschwunden. Wir wissen nicht, wohin. Bitte, ich muss ihn finden. Ich kann sonst nirgendwo hin. Unsere Augen können nicht mehr jenseits dieses Ortes blicken. Aber vielleicht... Ja? Wenn du dem Wald hilfst, hilft er im Gegenzug vielleicht auch. Wenn du über deine Augen hinweg sehen kannst. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Unsere Mutter befindet sich auf der anderen Seite der Lichtung. Vielleicht könntest du ihr helfen. Ihr habt eine Mutter? Wir haben sie verloren, Kind. Sie hielt unsere Verbindung aufrecht. Ohne sie... Ich verstehe. Ich werde ihr helfen. Okay. Wir sollen deren Mutter helfen, ja? Cool. Hier vorne haben wir einen Pilz. Witzig. Dann haben wir noch Maiglöckchen oder sowas. Schneeglöckchen wahrscheinlich eher. Wenn es nicht das gleiche ist. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Und da war ein Eichhörnchen gerade. Es ist so lebhaft, so lebendig. So viele... Details. Ist das ein Troll? Aua, arme Hilde. Hallo, bist du... Brauchst du Hilfe? Ein Menschenmann. Du bist gekommen, um Hilde wieder weh zu tun. Nein, nein, ich will dir helfen. Ich bin ein Mädchen, kein Mann. Bist du ein Troll? Trollhilde, ja. Mädchen. Du willst Hilde helfen? Oh, die ganzen Pfeile. Und das Schwert da oben im Stein. Ja, wenn ich es kann. Was ist das Problem? Menschlicher Dorn sticht Hilde. Hilde kann sich nicht erinnern, wann. Hilde ist lange gestanden. Wollte nicht zu Stein erstarren. Oh, das ist schrecklich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Aber wie? Dorn? Das ist ein rostiger Dolch und er steckt fest. Ach, ich komme nicht dran. Mädchen kann Dorn herausziehen, ja? Dann sucht Hilde ihr Trollgold. Trollgold. Ich werde einen Weg finden. Okay, wir sollen den Troll also von dem Schwert befreien. Also von dem Dolch. Was ist das? Eine Rabenschnitzerei? Ich frage mich, wer sie gemacht hat. Aber sie hat definitiv etwas Furchteinflößendes an sich. Noch eine Schnitzerei. Und noch ein Rabe? Das sind noch mehr. Wer hat all diese Rabenschnitzereien gemacht? Okay, ich gehe erstmal kurz zurück, weil ich erstmal ins Haus gucken möchte. Das haben wir jetzt eben übersprungen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir da auch noch eine Quest bekommen und dann da hinten weiter müssen, um das zu lösen. Würde ich jetzt mal so raten. Mist, es ist versperrt. Aber ich wette, ich kann einen Weg finden, es zu öffnen.
Gut, so viel dazu. Huch, was hat der hier draußen zu suchen? Ist das ein Grabstein? Da, der ist hier wirklich ein bisschen verkehrt. Halt, wollte ich hier einmal durch, kann ich aber nicht. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Haben nur das verschlossene Tor erkunden können. Dann gucken wir mal, wer die ganze Schnitzereien gemacht hat. Komm ich noch nach hinten? Ja, aber dann auch nicht weiter. Völlig eingeschneit. Ist das ein Haus, das darunter begraben ist? Offensichtlich. Können wir rein? Ja, können wir. Eine alte Matratze, extra groß. Ich frage mich, warum die Familie von hier weggegangen Papa. Ist. Papa würde diesen Ort lieben. Na, vielleicht weil alles eingeschneit ist und es überall zieht und offen ist und vielleicht? Eine Holzfeder? Vielleicht stammt sie von einem Holzvogel. Das kommt gleich ins Tagebuch. Ah, okay, ich dachte, das wäre ein Item. Keine Erinnerung. Kein Sammelobjekt, ihr wisst schon. Vogel. Handgeschnitzte Raben. Sie sehen echt schön aus. Also sie sehen so echt aus. Hier müssen sie hergestellt worden sein, die draußen stehen. Leiter. Gut, aber wenn ich mir das so angucke, kann ich mir vorstellen, warum die Familie weggezogen ist. Eine Dose Haferflocken. Aber die jetzt. Die haben wir dabei. Okay. Das ist eine Bärenfalle. Diese Bärenfalle sieht furchtbar gefährlich aus. Diese Dinger sind wirklich grausam. Sagte sie und steckte sie sich in die Tasche. Sehr schön. Holzspäne? Vielleicht hat hier ein Zimmermann gelebt. Was haben wir da noch? Eine Flasche? Die können wir aber nicht aufheben. Hä? Ist da was drin? Hey, kleine Kreatur, möchtest du nicht herauskommen? Ich verstecke mich. Verschwinde. Oh, warum versteckst du dich denn? Für den Fall, dass sie zurückkommt. Wer? Sie, dummer Mensch. Unhöfliche Kreatur. Es tut mir leid, hungrige Kreatur. Oh, das kenne ich. Erzählst du mir davon, wenn ich einen Sack für dich ein Snack für dich finde? Ein Snack. Kroke. Vielleicht. Wir haben Haferflocken. Das wäre eine Verschwendung, gute Haferflocken. Hallo, das Tier hat Hunger. Aha. Wer auch immer hier gelebt hat, hat ein Gitterbett gebaut. Ein kleiner Kreisel. Nett. Für mehr ist er nicht. Ich kann ihn nur drehen. Witzig. Ich mag das. Das macht das einfach so schön lebendig, weil du mit allem irgendwie, oder mit vielem so ein bisschen interagieren kannst. Und das ist einfach schön. Kann ich hier raus? Nee. Wir brauchen was zu essen für die Krähe. Die Haferflocken sind es aber nicht, ja? Also es ist ja nicht mal eine Krähe, ne? Das ist ein Frosch, oder? Oder eine Kröte. Dann ist klar, dass die Haferflocken nicht gut genug sind. Gucke mich draußen nochmal um. Gehen gleich hoch. Was ist das hier? Igitt, was sind das für Dinger? Vielleicht kann ich sie zerschneiden. Gut, da brauchen wir also auch noch was. Jetzt bin ich leider nach oben hier. Nester, ich
frage mich, welche Vögel sie gebaut haben. Wirklich? Hä? Völlig leer. Ist hier drin? Wozu wurde diese Plattform gebaut? Haben sie die Nester für irgendwas gebraucht? Aha. Vielleicht hat jemand einen Schatz in ihnen versteckt. Vielleicht auch nicht. Das letzte. Yes! Ja, da drin ist eine Haarnadel. Eine Haarnadel. Eine Haarnadel. Hatten wir irgendwo was Verschlossenes? Ja, hatten wir vorne das Tor. Ich weiß aber nicht, ob wir das mit einer Haarnadel aufkriegen. Weil das Schloss war ganz schön groß, ne? Und vor allen Dingen ist sie ein Kind. Ich weiß nicht, ob sie da im Schlösserknacken so groß ist. Aber wir probieren es trotzdem. Also wenn ich hier ein bisschen wackle und hier ein wenig andrücke und... Ha. Ich hätte nicht erwartet, dass das funktioniert. Also wir schon zwei. So, wir machen hier einen kleinen Cut. Es gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Ich mag die ganze Atmosphäre irgendwie, dieses Eingeschneite und so weiter und so fort. Das ist echt schön. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was bei den Kreaturen noch rauskommt. Ob die wirklich so böse sind und... Ja. Und ich will dem Troll helfen. Der armen Trolldame. Die Trollhilde. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.